Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich und eröffne die 27. Plenarsitzung des Hessischen Landtags, stelle die Beschlussfähigkeit fest, stelle auch fest, dass alle guter Laune und guter Dinge sind. Günter Rudolph hat mich angetrieben, so schnell wie möglich die Sitzung zu eröffnen. Wir haben ja ein bisschen was vor uns heute. Ich freue mich, wenn wir uns heute Abend weiterhin in guter Laune und guter Dinge hier begegnen. Aber das werden wir schon hinbekommen. Sie wissen ja, der Adventskranz, der neu aufgehängte Adventskranz zwischen Löwenhof und Innenhof, soll uns immer daran erinnern, dass wir das hier freundschaftlich und besinnlich vorweihnachtlich miteinander alles lösen. Erledigt sind die Tagesordnungspunkte 1, 2, 9, 11 bis 13. 27, 29, 31, 32, 46 und 57. Das ist ein ganzer Batzen an Dingen, die wir bereits miteinander getan haben. Aber sie kommen wieder. Die dritten Lesungen kommen. Das ist sicher. Eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend mehr Transparenz bei Lobbyismus herstellen. Drucksache 20/1697. Ich frage, ob Sie die Dringlichkeit bejahen. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Top 80. Und wir können ihn, wenn denn dem niemand widerspricht, mit Top 34 zum Thema aufrufen. So machen wir es. Alles klar. Ebenfalls ist noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend qualifiziert besetzte Lehrerstellen sind der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. Drucksache 20/1702 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Da wird das Top 81 und kann mit Top 56, das ist der Setzpunkt der Fraktion der Sozialdemokraten, zu dem Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Alle sind einverstanden. Gestern Abend waren viele von uns fleißig und haben Sitzungen abgehalten, unter anderem des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses. Es gibt Beschlussempfehlungen, die die Ausschüsse abgegeben haben, und sie tragen die Drucksachennummern 20/1703, 20/1704, 20/1705 und 20/1706. Im Ältestenrat ist verabredet worden, dass die Beschlussempfehlungen gestern zur Fristwahrung elektronisch übersandt worden sind. Sie werden dann heute noch in den Fächern verteilt. Und wir haben ebenfalls vereinbart, dass wir die dritten Lesungen am Donnerstagabend aufrufen. Vereinbart wurde weiterhin, dass der Top 28, das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Luftsicherheit gewähren, Sicherheitskontrollen übertragen, Drucksache 20/783 zur abschließenden Beratung in den WVA unter Beteiligung des Innenausschusses überwiesen wird. Das ist weiterhin der Fall. Keiner widerspricht dem. Dann machen wir das so. Heute tagen wir bis zur Erledigung der Beschlussempfehlungen der Ausschüsse. Wir werden eine Mittagspause einlegen von 2 Stunden. Wir beginnen im Anschluss an die Mitteilungen mit Top 56. Das ist der Setzpunkt der SPD. Es betreffend Lehrermangel, verschärft Chancenungleichheit und Überlastung an unseren Schulen. Drucksache Nummer 20/1641. Nach der Mittagspause. Bitte. Oh. Kollege Lenders zur Geschäftsordnung, geht ja schon früh los hier. Bitte schön, drück doch mal, lieber Jürgen. Da, Herr Präsident, wir zwei hätten Betten abschließen sollen. Wir schieben die große Anfrage heute Abend Edersee, das ist der Top 45, danke, Herr Kollege, in den Ausschuss zur abschließenden Beratung. Also, das hat ja Vorbildcharakter, was die Freien Demokraten hier tun. Und Vorbilder, liebe Kolleginnen von der AfD, von der CDU, von den Grünen, von der Sozialdemokratie und auch von der Linken, Vorbilder regen ja zum Nachahmen an. Und wenn der Jürgen Lenders und ich gewettet hätten, hätten wir jetzt nichts gewonnen, weil wir hätten die gleiche Wette gewettet. Aber nichtsdestotrotz hätten wir Zeit gewonnen, und das ist ja schon einmal was. Also, das tun wir so, alle sind einverstanden, und es erhöht, lieber Jürgen Lenders, auch die Fröhlichkeit der Kolleginnen und Kollegen. Ich habe verstanden, so machen wir.
Also, wir beginnen im Anschluss hier mit dem Setzpunkt der SPD. Nach der Mittagspause fahren wir mit Top 53 fort. Das ist der Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Kellerwald-Edersee. Und trotzdem müssten Sie ein bisschen aufmerksamer und ruhiger sein, sonst können wir uns nicht miteinander verständigen. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Bouffier ab 10.45 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr, Frau Abgeordnete Carina Fissmann ganztägig und Frau Abgeordnete Regine Müller ganztägig. Fehlen weitere Kolleginnen oder Kollegen? Entschuldigt, das ist offensichtlich derzeit nicht der Fall. Es gibt besondere Ereignisse, die nicht nur Schatten vorauswerfen, sondern auch am heutigen Tag stattfinden. Das ist ein Geburtstag eines sympathischen, engagierten und, ja, wenn ich das sagen darf, na ja, neu kann man gar nicht mehr sagen, nach fast 12 Monaten, unseres Kollegen Jörg Michael Müller. Er hat nämlich 1961 an diesem Tage das Licht der Welt erblickt. Lieber Jörg Michael Müller, wir gratulieren mit besonderer Freude und mit besonderer Zuwendung und Hinwendung. Und da das nicht ausreichend ist, nur Wärme und Handdrücke, die du heute schon bekommen hast, gibt es natürlich ein wunderbares Fläschlein Wein aus Geisenheim, wie wir ja mittlerweile alle wissen, gegendert, Wein für alle. Und ja, er wird überreicht. Auch das ist gegendert von unserem Freund Ismail Tippi. Wie er das dann macht, ob er euch küsst oder nicht, das bleibt euch selbst überlassen. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, ihr müsst euch noch. Ja, guck mal, der Ismail macht das ja mit einer besonderen Energie, ja. Besondere Freude. Ja, ist das nicht ein schönes Bild? Eieieiei. Doch ein Bild auch für die Zuschauer, wie Abgeordnete hier miteinander umgehen. Freundschaftlich und fair, so soll das sein. Im Namen des gesamten Hauses, lieber Kollege Müller, für das ganze und gesamte und kommende Lebensjahr alles Gute, viel Glück und auch Gottes Segen. So, das waren jetzt die Nettigkeiten.